So. Hammer, was hat er denn jetzt hier gedroppt? Belzebubs, während des Tempelauszugs. Ist jetzt nackig davon gerannt? Wo ist denn jetzt die Mainquest hin? Ich hab gerade nur eine. Ein XPD-Dealer in der Jig-Jig-Street. Boah, das ist ewig her. Ich weiß nicht mal, wo die Jig Jig Street ist. Wenn ich ehrlich bin. Er wird mir halt nicht angezeigt, wo ich hin muss, ne? Na, reicht die Ausdauer noch bis dahin? Könnte knapp werden. Kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich habe ein Problem. Du hast ein Problem und rufst mich an? Hast du dich nicht mit der Familie versöhnt? Naja, das habe ich, aber ich dachte, das soll wohl heißen, du willst nicht kommen. Habe ich recht? Schon unterwegs. Puh, danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Ach, warum? Warum nur? Wir sind oben. Danke.
Einfach der Mark an mir vorbeigeschossen. Schön, dich wiederzusehen. Ist was passiert? Komm mit. Jeff wird dir alles erklären. Er ist fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Wir sind hier also ganz ungestört. Aha. Ungestört bei was genau? Erfährst du gleich. Ich mach doch keine 180-Grad-Wende, nur weil Nightcorp... Nein, ich werde niemandem den verfickten Schwanz lutschen. Ich muss los. Mach die Änderungen, wir sprechen später wieder. Wie? Schön, dass du da bist. Jefferson. Setz dich bitte. Du willst sicher wissen, warum du hier bist. Es gab einen Einbruch, aber keinen gewöhnlichen. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder. Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen, also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Warum ausgerechnet ich? Wieso heuerst du nicht einfach einen Detektiv an? Ich halte mich lieber an Leute, die ich kenne. Keine schlechte Idee. Immerhin hast du das Rätsel um den toten Bürgermeister gelöst. Diesen Fall knackst du ganz bestimmt auch. Hast du das NCPD verständigt? Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Keine Polizei, kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. Aber vielleicht wollen sie auch einfach nur mich damit ziemlich leicht austauschen können. Hat der Typ was mitgenommen? Oder kaputt gemacht? Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Du bist ohnmächtig geworden? Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Die sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Von einem Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Noch habe ich keine Spur. Aber gibt es noch jemanden außer SSI? Holt hat schon den letzten Bürgermeister ermordet. Und in den Umfragen liegt er hinter Jeff. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, Vi. Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Gibt's sonst noch was, was du mir sagen möchtest? Oder musst? Nein, das sollte alles sein. Liz? Das war alles. Und mehr werden wir bestimmt auch nicht rausfinden. Schatz, bitte. Vi wird bestimmt eine Spur finden. Gut. Ist das dann erstmal alles, was du brauchst? Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast.
Klingt alles ein bisschen spooky. Ich zeig dir alles. Könnte auch ein Brain-Hack gewesen sein. Bin direkt hinter dir. Fangen wir da an, wo Jeff den ungebetenen Gast gesehen hat. Ich muss sagen, manchmal macht mich das alles hier so müde. Die Politik? Bisher ist es uns gelungen, Anfragen von Nightcore, Biotechnica und Arasaka abzulehnen. Bisher, sagst du? Wenn Jeff gewählt wird, ohne jemanden irgendwelche Gefälligkeiten zu schulden, wäre das der eigentliche Sieg. Jeffs Büro. Kontrollraum, Lagerhaus und Flohmarkt. Alles in einem. Schnellfraß? Jeff und du, ihr macht bestimmt eine Menge Überstunden. Wahlkampf. Da bleibt einem keine Zeit, übers Essen nachzudenken. Also bestellt man einfach etwas. Aber es stimmt schon. Jeff hat in letzter Zeit nichts anderes gegessen. Vel Perales. Wir bezahlen die Helfer und den ganzen Wahlkampf aus eigener Tasche. Hier lagern wir das Material für den Wahlkampf. Das ist am billigsten. Ich vermute mal, vielleicht wurde auch vergiftet oder so. Das ist Jeffs privater Computer. Dort findest du wohl kaum etwas über den Einbruch. Was ist los? Okay, muss ich das geträumt haben? Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Erik, wovon zur Hölle redest du? Wer hat da überhaupt... Hä? Lev, könntest du mir erklären, warum Lea noch da ist? Ich dachte, wir wären uns einig, sie zu kündigen. Hat sich irgendwas geändert? Ich verstehe es immer nicht. Manchmal muss ich von oben nach unten lesen, manchmal von unten nach oben. Total crazy. Hat sich irgendwas geändert? Verstehe nicht, wovon redest du? Na, sie ist immer noch da, als wäre nichts passiert. Sie hat mir heute einen neuen Entwurf geschickt, den du offenbar abgesegnet hast. Werde ich langsam verrückt? Erik, wovon zur Hölle redest du? Wer hat behauptet, dass sie gekündigt ist? Denn ich war es nicht. Wenn du etwas gegen sie hast, sag es. Aber ich will sie behalten. Ich habe nie etwas Gegenteiliges behauptet. Reiß dich zusammen, Erik. Okay, dann muss ich das wohl geträumt haben. Vergiss das, was ich gesagt habe. Hey Jefferson, könntest du dir das Programm noch einmal genauer ansehen? Insbesondere meine ich damit meine Vorschläge hinsichtlich der Antikonzernhaltung. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass wir bei manchen Themen nur noch aneinander vorbeireden. Eric, dein Taktgefühl in allen Ehren, aber es nervt manchmal. Als dein Chefberater fühle ich mich verpflichtet, dir die Wahrheit zu sagen, Jeff. Ich weiß, wie wichtig dir die öffentliche Wahrnehmung deiner Person ist. Aber wenn du die Konzerne weiter so provozierst, nimmst du unseren Kampagnen die Geldmittel, womit wir den Angriffen unserer mächtigen Konkurrenzschutzes ausgeliefert sind. Mach die Sache nicht noch schlimmer, Jeff, bitte. Hierbei geht es um Aufrichtigkeit, Eric. Es geht darum, seinen Idealen treu zu bleiben, nicht darum, es allen recht zu machen. Davon abgesehen, hältst du mich für einen Amateur? Ich weiß genau, wo die Grenzen verlaufen und die Konzerne wissen das auch. Ich weiß, wo dieses Spiel läuft. Wie dieses Spiel läuft. Also beruhige dich. Gute Nacht. Wie du meinst, ich wollte nur sagen, dass du dich in letzter Zeit ziemlich unberechenbar verhältst. Versteh mich nicht falsch, ich weiß, wir sind weit gekommen. Ich sorge mich nur, dass du irgendwann zu weit gehen wirst. Wie auch immer, schlaf dich gut aus, du wirst einen klaren Kopf brauchen. Da hat wohl jemand ein bisschen Brainwashing bekommen, oder? Mr. Perales, ihre Ehefrau hat meine Mitarbeiter darüber informiert, dass sie einen Söldner anheuern wollen, um eine fragwürdige Umstände von Bürgermeister Ryans vorzeitigen Tod zu untersuchen. Ich kann ihre Bedenken nachvollziehen, aber ich versichere Ihnen, dass man solche Angelegenheiten lieber der Polizei überlassen sollte. Falls Sie bei der Polizei Korruption fürchten, ziehen Sie doch bitte in Erwägung, meine Leute der Sache nachgehen zu lassen. Mein Team und ich können Ihnen völlige Diskretion zusichern. Weißt du was, Lea? Ich hasse dieses Video. Und das ist eine Schublade. Eine Knarre, die auf einen Stapel Gesetzespapiere schießt? Geschmackloser geht's wohl kaum. Wie wäre es damit, einen respektvollen Wahlkampf zu führen? Ich behandle meine Wähler jedenfalls nicht wie Idioten.
Jeff, bei allem Respekt für dich und deine Wähler, dieses Video wird zwischen Watson War und ganzen Horses ausgestrahlt. Man muss mit den Wählern in einer Sprache kommunizieren, die sie auch verstehen. Okay. Soll die Aufzeichnung keinen Ton haben? Gierig. Da ist auch schon eine Weile was im Argen, glaube ich. Psychische Nebenwirkungen, Trägheit und Unruhe. Schönes Familienfoto. Ist das eure Tochter? Sochi, ja. Wir vermissen sie sehr. Sie studiert im Ausland. Ah, wo denn? In Europa. Eine gute Uni. Eine hervorragende Ausbildung. Am anderen Ende der Welt. Aber jetzt im Wahlkampf ist das einfach sicherer. Schusslöcher. Verputzt. Hm? Jemand hat versucht, die Schusslöcher zu stopfen. Das war nicht zufällig einer von euch? Nein, natürlich nicht. Blutspuren. Nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Nein, das ist ganz sicher nicht von uns. Vielleicht von dem Einbrecher? Vermutlich. Wenn du willst, kannst du dir auch das Dach ansehen. Ich warte hier. Okay. Schon mal gesehen, im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite, kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite? Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Ich sehe den Empfänger. Neben dem schwarzen Lieferwagen. Das muss es sein. Aber was soll das Ganze? Kein Schimmer. Aber wir sollten rausfinden, woran das Ding angeschlossen ist. Siehst du die Kabel? Kabel? Ach, die.
Kabel. Da muss es noch einen Eingang geben. Gut erkannt, Johnny. Die kriege ich jetzt nicht auf, oder was? Das ist ein Jäger. In einen anderen Weg in den verschlossenen Raum. Das ist doch bestimmt irgendwo eine Geheimtür, oder? Wie oder was? Ein. Vielleicht kann ich es von außerhalb irgendwo ausschalten. Ging er noch. Wir benutzen ihn aber kaum. Kurios. Was war das? Keine Ahnung. Hat sich gut angefühlt, aber seltsam. Bisschen wie Acid. Passiert das öfter mit dem Bildschirm? Oder mit den anderen? Ich verstehe nicht. Was da gerade eben passiert ist? Nicht gesehen? Nein. Was denn? Schon gut. Als wenn ich einen Schlag gekriegt habe, ne? Warum ist diese Tür getarnt? Was meinst du? Da ist keine Tür. Der Scanner sagt was anderes. Moment. Meinst du hier? Hier. Sie ist verschlossen. Hm. Vielleicht von den Vorbesitzern? Nein. Öffne sie. Zur Not mit Gewalt. Moin. Vielleicht sollten wir uns ihr Büro unten angucken. Was zur Hölle? Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Sicherheitsdienst hochverdächtig ist. Vermega. Sie haben uns belauscht. Diese Hurensöhne. In meinem eigenen Haus. Ich frag mich, wie lange sie das schon heimlich durchziehen. Zu lang. Hörst du wieder das Selbstgespräche? Keiner dieser das Spinner wird je öfter, wieder einen Fuß. Mich ein gewisser Terrorist stalkt. Mein Kopf. Stimmt was nicht? Kümmere dich nicht um mich. Du weißt, was zu tun ist. Die Metz haben wir gescannt, aber die Gesprächsdialoge sind ein bisschen untergegangen gerade. Hier gehen die Kabel lang. Krass, ne? Ist mit den Monitoren an der Wand verbunden. Und wer weiß, womit noch. Der Empfänger könnte bei dem Van sein. Ich frag mich, ob Elizabeth den Wagen kennt. Ist halt lustig, dass man eine Geheimtür hat in einem Zeitalter, wo man einen Haufen Tech hat. Also letztendlich sollte jeder, der ein Implantat hat, das Ding sehen. Da bringt es halt gar nicht, eine Geheimtür hier einzubauen.
die Sache ist größer, als wir dachten. Der ganze Wahlkampf könnte in Gefahr sein. Um den Wahlkampf kümmere ich mich. Sag mir nur, was du herausgefunden hast. Auf dem Dach ist ein Transmitter, der zu dem Van da draußen sendet. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Wir haben keinen Transmitter montiert. Und ich weiß auch nichts von einem Van. Aber ich schätze, er gehört SSI. Wäre eine Möglichkeit. Aber die Tech ist etwas ungewöhnlich. Gehst du der Sache nach? Ja, ich statte Ihnen einen kleinen Besuch ab. Gut, ich bleib hier. Sag Jeff erstmal noch nichts, okay? Von mir aus, ich werde ihn anrufen, sobald ich was Handfestes habe. Ist in Ordnung, aber denk dran, dass Jeff wahnsinnig beschäftigt ist. An mich kannst du dich jederzeit wenden. Gut, ich denk dran. Naja, naja, gut. Alkohol. Wir müssen also zum Van. Eine Bitte, brauche Bestätigung. Hellis, tut mir leid, dass ich dich damit behelligen muss, aber hat Jeff dir gegenüber erwähnt, warum er wegen der Kündigung von Lea Patel seine Meinung geändert hat? Wir waren uns eigentlich einig, dass sie weg muss, aber als ich ihn am nächsten Tag darauf ansprach, sagte er, er hätte keine Ahnung, wovon ich rede. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Jeff hat mir alles erklärt. Die Sache, wegen der ihr euch geeinigt hattet, ist ihm nur entfallen. Das ist alles der Stress, nehme ich an. So oder so haben sich einige Umstände geändert, sodass Lea erstmal auf ihrem Posten bleibt. Bitte entschuldige die Verwirrung und lass uns die Sache einfach vergessen. Verstanden, danke für die Aufklärung. Hat auch seine Frau was damit zu tun? Hier, Mrs. Alvarez, ich schreibe Ihnen heute in Jeffs Namen. Es geht um ein brisantes Thema, für das wir Ihre Fähigkeiten und Expertise gebrauchen könnten. Ich hoffe, Sie sind bereit, uns diesen Gefallen zu gewähren. Nachdem Jeff einst den Mox half, können wir auf Sie zählen? Bin ich sicher, ob ich im Moment dazu in der Lage bin. Darf ich fragen, worum es geht? Es geht um eine gewisse Braindance. Die Angelegenheit ist heikel, weshalb uns Diskretion genauso wichtig ist wie die professionelle Analyse des Materials. Außerdem stehen wir unter Zeitdruck. Bitte antworten Sie schnell. Selbstverständlich werden wir Sie für Ihre Mühe entlohnen. Glauben Sie mir, ich würde das tun, aber im Moment sind mir die Hände gebunden. Ich kenne aber jemanden, den Sie anrufen können. Er ist Söldner, bekannt im Afterlife und leistet erstklassige Arbeit. Sein Name ist V. Bin sicher, er wird Ihnen helfen. Danke für die Empfehlung. Ah. Das ist die Tochter, ne? Jorge Parades. Schatz, ich freue mich wirklich sehr, dass du den Semesterferien helfen willst, aber im Moment halte ich es für das Beste, wenn du bleibst, wo du bist. Hier ist alles unter Kontrolle. Nutze die Zeit für dich und genieße deinen Aufenthalt in Europa, liebe Mom. Okay, hab schon verstanden. Ihr wollt nicht, dass ich zur Zielscheibe werde, wenn ich beim Wahlkampf mitmache. Ich habe das mit Ryan gehört, der an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ich bin nicht blöd. Mir ist klar, dass ein Zielbürgermeister ihr Amt meistens in einem Sarg verlassen. Keine Sorge, ist schon in Ordnung. Passt nur gut auf euch auf, okay? Und hört auf eure Sicherheitsleute. Ja, ich wäre mir jetzt mittlerweile nicht so sicher, ob man die auf die hören sollte. Das ist bestimmt nicht so einfach, wie man denkt. Ist ja meistens so...